Willkommen zurück bei Siedler 1 Mission 18. Jawohl. So, es ist passiert. Sie haben mich im letzten Part hier überfallen und haben mich sozusagen schwer getroffen. Jetzt schicke ich gerade Geologen raus, um wieder ein bisschen Eisen zu finden. Weil es ist natürlich ein wichtiger Rohstoff für unsere Waffenproduktion. Die steht jetzt natürlich. Oh gut, Kohle fehlt da natürlich auch noch. Da bin ich aber gerade dran, hier oben ein bisschen was zu machen. Achso, ich sollte auch mal ein, zwei Kohle Vorkommen anschließen. Machen wir gerade mal das hier. Dass hier wieder ein bisschen Kohle rankommt. Der kriegt nichts zu fressen. Warum auch immer. Hallo? Könnt ihr mal ein bisschen Nahrung schicken? Naja, wie auch immer. Wird schon irgendwann mal klappen, so. Jetzt ist erstmal wichtig, dass hier auch wieder ein bisschen was geht. Ich brauche natürlich wieder Eisen. Eisen ist jetzt gerade sehr wichtig für mich. Wir haben nämlich 54 noch zwar im Ersatz wieder, aber es ist trotzdem für mich wichtig, dass ich immer ein, zwei Minen habe, wo was geht, ne? Ist ja auch klar. So, und ich hoffe jetzt auch, dass hier die Kohle reichen wird mal. Die wir jetzt haben, jetzt wird er auch wieder produzieren, weil er was zu essen kriegt, bekommt gerade noch mehr. Der bekommt auch, der wird auch produzieren, aber sieht schwach aus. Gold gefunden, nein, brauche ich jetzt nicht, ich brauche Eisen. Das wisst ihr ganz genau, dass ich Eisen brauche. Eisen gefunden. Komm, sammelt mehr. Kommt schon! Solche Saftsäcke, echt. Oh! Zwei Hauptmänner hier drin. Da müssen sie jetzt erstmal durchkommen. Was? Das darf nicht wahr sein. Ich sag ja, das mit dem Roten wird jetzt echt eine Persönlichkeit, also eine, so eine persönliche Auseinandersetzung hier. Und ich habe gesagt, wenn sie mich angreifen, werde ich einen Gegenschlag machen. Immer. Egal, was passiert. Kohle. Nein, ich brauche Eisen. Jetzt haben sie gesehen, dass sie mich wieder abbauen anfangen und das wollen sie natürlich verhindern und gehen jetzt natürlich ans Leder dadurch. Mal wieder. Klar, Kohle läuft ja auch hier gerade gut. Eisen ist jetzt nicht so wild. Das haben wir hier oben dann wieder. Hoffentlich bald. Gut. Einen haben wir noch drin. Prima. Dafür holen wir uns das jetzt hier. Ich habe echt die Schnauze voll von denen. Die gehen mir jetzt echt richtig auf den Sack. So. Und die schicken dann auch immer gleich die ganze Bagage hierher. Komm schon. Mach ein Blatt. Ja, das war klar. Eisen. Sehr gut. Ich hoffe, hier oben gibt es noch mehr. Es muss. Kampf verloren, ich weiß. Passt schon. Die werden aber auch gleich einen schweren Verlust haben. Komm, hauen weg. Jawohl. Seht ihr? Sag ich doch. Wie ich es prophezeit habe. Das hier werden wir natürlich auch wieder für uns zurückgewinnen. 6 Mann ran. Wir müssen halt aufpassen, dass uns nicht die Soldaten langsam ausgehen. So. Aber wahrscheinlich sind sie uns schon ausgegangen. Kein Eisen mehr. Kein Eisen. Wie sieht's aus hier oben? Bisschen vorkommen. Klar, die haben jetzt auch schon viel hier abgebaut, deswegen wird es wahrscheinlich etwas eng werden. Aber ansonsten werde ich mir wieder ein neues Eisenvorkommen suchen, ganz klar. Ah, guck mal, hier gibt's auch noch. Yeah, und wir können hier auch noch abbauen. Wunderbar.
So, und dann ziehen wir gerade mal hier einen Weg rüber. Kommt es dann auch rüber? Ja. Es kommt hier rüber und zur Schmelze hoffentlich dann auch. Also Nahrung wird es auf jeden Fall hier oben gut bekommen hier. Yes. Und findest du hier auch noch ein bisschen Eisen? Dann weiß ich, dass hier alles voll ist. Jawohl. Sehr gut. Hier oben können wir dann auch wieder weitermachen. So. Wenn ich hier jetzt wieder findet, dann ist es gut. Dann kann ich hier oben nämlich. Upsa. Dann kann ich nämlich hier oben das wegmachen hier. Das hier auch. Und kann mir ein schönes Plätzchen suchen. Ich denke, ich werde es hierher bauen. So. Perfekt. Und werde. Wo machen wir es hin? Wir können es hier anbinden. Jetzt haben wir halt nur zwei Minen bis jetzt, aber ich hoffe, dass wir noch eine dritte finden werden hier. Ich schiebe gerade noch mal ein bisschen aus. So. Hier können wir nicht. Hier könnte man eine Mine hinbauen, wird aber nicht viel bringen, denke ich. Kommt schon. Wir müssen noch ein bisschen was finden. Wenigstens ein bisschen was. Tut mir das doch nicht an. Kommt schon, meine Freunde. Meine kleinen Siedlerfreunde. Weil hier kann ich nicht wirklich. Ihr müsst finden. Ich könnte jetzt hier noch eine bauen, aber wird nicht viel bringen. Hier bringt es gar nichts, das Eisen hier oben. So. Waffen. Wenig. Aber wir haben noch Soldaten. Ey. Ach, haben die jetzt schon selber hier gleich. Ah. Wie sieht's hier aus? Okay. Haben wir das jetzt eigentlich eingenommen? Ach, immer noch nicht. Jetzt aber. Ich denk gerade, ich habe doch hier was vergessen. Ich habe doch hier oben auch ein bisschen Stunk. Verdammt nochmal, ey. Nur wegen den Pennern. Können wir leider nichts machen. Aber wir können einen Weg durch den Berg ziehen. Mach ich jetzt auch. Hier oben werde ich jetzt auch nichts mehr abbauen. Bringt ja auch nichts. Ist eigentlich Schwachsinn hier. Sowieso immer mit Feindesnähe und gibt auch nicht mehr viel. Verschwendung. So, aber wir verbinden es mal. So. Da sieht es okay aus. Wir werden auch nicht mehr angegriffen, oder? Sicherung. Nö, jetzt ist mal ruhig kurz. Aber wie lang, weiß ich nicht. Aber ich denke, das wird denn jetzt auch wieder einen Schlag versetzt haben. Da dass ich bei denen was eingenommen habe. Und, ja. Ich hoffe, dass sie es jetzt mal wissen, ey. Die scheiß Roten, echt, die gehen mir wirklich voll auf den Sack. Oh Mann, hey. Aber ich denke schon, dass es, nicht mehr arg lang gehen wird. Jetzt gucken wir mal auf die Karte. Guck mal, die haben auch nicht mehr viel. Wo soll man jetzt noch angreifen? Wenn wir hier vielleicht den Zipfel hier wegknallen hier. Das wäre eigentlich gar nicht so blöd hier. Gehen wir mal hin. So hier, dass wir hier gerade mal das hier so wegnatzen. Weil ich habe ja gesagt, die werde ich jetzt auf jeden Fall. Also, oh, ich hasse sie einfach nur noch. Die sollen ruhig wissen, dass ich hier bin. Scheiß Gefreite. Oh, geht mir echt auf den Sack.
Sind wir noch ein Wegchen da durch? Weil hier sind sie nämlich auch noch. Also die halten ja jetzt mal still hier. Die machen jetzt gerade gar nichts. Aber man darf ja nie sagen. Sag niemals nie, ne? Wieso kämpfen die überhaupt gegen mich? Die sollen mal hier um sich selbst kümmern. Oder um die anderen sollen sie sich kümmern. Mich in Ruhe lassen. Soldatentechnisch bin ich etwas wieder nach unten gefallen. Ja, ist ja kein Wunder, wenn ich keine Eisenvorkommen mehr habe. Okay, bringt nicht viel. Ich werde hier wahrscheinlich auch noch versuchen, was abzubauen. So. Und hier, wenn hier jetzt noch irgendwo ein großes Vorkommen sein sollte, werde ich auch hier noch abbauen. Es ist ein großes, ne, es ist ein kleines, ne? So. Okay, jetzt muss ich ganz kurz eine SMS schreiben. Moment, kann ich kurz nehmen, ja? Sorry, es ist wichtig. So. Bin gleich fertig. Dann mache ich wieder weiter. Okay. So. Jetzt geht's weiter. Ah, großes Vorkommen. Eigentlich hätten wir das hier eigentlich wegbauen können. Sind es hier, dass sie das hier nicht haben möchten? Genau, da war nämlich, ich möchte es dann, wenn dann hier. Da will ich es haben, da. Komm schon. Komm, hör auf mit Brennen, ey. Ich will jetzt hier. Jetzt geht's. So. Gut, passt. Hier lassen wir es halt. Geht nicht. So, hier oben haben wir dann auch nochmal Eisen. Wenn sie dann mal anfangen mit Bauen. Wenn. Ist gut, ne? Wenn. Hier baue ich ja auch nochmal Eisen ab. Genau. Hier noch ein bisschen Kohle. Alles, was man braucht, oder auch nicht. So, hier kommen wir denn richtig schön an die Burg ran. Ich würde jetzt mal empfehlen, dass wir ihre Waffenproduktion zerstören. Die ist nämlich hier. Guck mal, wie viel Waffenproduktion. Oh, guck mal, was die alles produzieren hier unten. Verdammt nochmal. Also, das heißt, wir marschieren hier rein. Wir werden sie zerstören. Fangen wir hier an. Hier. Hier drei. Hier drei. Hier drei. Mal gucken, was passiert. Weil wenn die keine Waffen mehr haben, hört es vielleicht doch mal auf. Hier oben haben sie nicht auch noch Waffen. So, jetzt geht's denn am Kragen. Sackgesichter, ey. Au! Hauptmann-Alarm. Sehr gut. Gefällt mir. So, klopp drauf. Klopp drauf. Nein! Wichser. Wir haben Gold, die nicht. Was? Land verloren? Die werden mir auch langsam gefährlich, aber sie lassen mich in Ruhe. Und solange das der Fall ist, werde ich denen auch nichts tun. Vorerst. Erstmal werden wir jetzt hier die Waffenproduktion einstellen. So. Okay. Sieht ja gut aus, oder? Geht da was?
Ah, nein, das... Haupt mal weggekloppt. Oh, Mann. Warte mal, können wir die alle drei im Blick haben? Ja. Oh Mann, da oben sieht es ja schlecht aus. So. Jawohl. Ha. Ein Hammer. So. Zweite. Jetzt fallen ihre Waffen. Jawohl. Komm, hau den noch weg mit dem letzten. Komm, komm bitte, das muss klappen. Bitte, bitte, bitte. Da fehlt denen nämlich das ja auch noch. Komm schon. Komm, 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 komm. Jawohl, und wir haben es geschafft. Komm, Fels, Fels, Fels. Ja, sogar beide. Ah, wunderbar. Jetzt haben sie nur noch hier eine. Egal, die holen wir uns. Egal. Ah, scheiße. Weg falsch gebaut. Ich muss darüber. Einmal dahin, einmal dahin. So, jetzt passt's. Siegerung. Siegerung und Siegerung. Perfekt. So. Jetzt können sie hier weichen. Die haben hier bestimmt noch irgendwo anders auch noch ein bisschen Waffen. Hier sind sie auf jeden Fall abgeschnitten. Mit dem kleinen Stück Land hier. Das würde ich mir dann auch noch holen, aber nicht in diesem Part, sondern das machen wir dann im nächsten Part. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder wie auch immer, schönen Abend, gute Nacht, je nachdem, um wie viel ihr es anschaut. Tschüss.